Seit dem Jahr 2015 gibt es endlich eine Antwort auf die weltverändernde Frage, ob es falsch sei, Mädchen in einem Dungeon aufzugabeln. Oder auch nicht, denn die Abenteuer von Belle sind ja noch nicht zu Ende erzählt und so steht nun Danmachi Season 4 in den Startlöchern. Nach all den Strapazen, Kämpfen und Herausforderungen, denen sich Belle im Laufe seiner Abenteuerkarriere stellen musste, ist der Little Rookie nicht mehr ganz so little. Das ist auch an der Gilde nicht vorbeigegangen und so wird der Protagonist aus Is It Wrong to Pick Up a Girl in a Dungeon eingeladen, an einer Erkundungsmission teilzunehmen, bei der seine immer stärkeren Fähigkeiten direkt auf die Probe gestellt werden. Von seinem Traum, ein Held zu werden, in die Tiefe getrieben, muss unsere Hauptfigur abermals Kühnheit, Willensstärke und Vertrauen in seine Kameraden beweisen, will er wieder ans Tageslicht zurückkehren. Ohne große Überraschungen nimmt sich die Stammbesetzung beim Studio JC Staff den nächsten Abschnitt der Danmachi-Saga vor und verspricht erneut einen Mix aus brachialen Kämpfen, mitreißendem Drama und natürlich jeder Menge Augenschmaus für Edgy-Fans. Ob die vierte Staffel nach der etwas langatmigen dritten Season erneut eher vor sich hin dümpelt oder energisch nach vorne prescht, muss sich jedoch noch zeigen. Wer Belle und Hestia über die vergangenen drei Seasons die Treue gehalten hat, wird hier jedoch mit Sicherheit bedenkenlos einschalten können. Die bisherigen Staffeln sind in Deutschland beim Anbieter Anime House auf Disc erschienen.